Mario Mutsch vom FC St. Gallen. Wieder eine ganz starke Leistung, kann man sagen, gegen Kuppenwald Krasnodar. 2:0-Sieg. Also nochmal Kompliment an der Mannschaft. Das haben wir heute fantastisch umgesetzt. Und ja, die ersten 45 Minuten war das ein Spiel auf Augenhöhe. Und in der Kabine haben wir uns gesagt, ja, wer den letzten Bissen investiert oder mehr investiert, der wird wahrscheinlich schon belohnt, weil das Spiel stand auf der Kippe. Und das waren wir denn heute und das hatten wir vor und haben das dann auch in der zweiten Halbzeit fantastisch umgesetzt. Ja, Kuban Krasnodar stand sehr kompakt am Anfang, aber so im Sinne von steter Tropfen hüllt den Stein, habt ihr diese quasi immer mehr weich gemacht, diese Abwehr. Klar, es ist eine Mannschaft, die defensiv solide Leistung zeigt, auch mit großen Innenverteidigern, die uns das Leben schwer gemacht haben. Und wir wussten, dass wir noch ein bisschen mehr investieren müssen, aber auch clever das machen müssen. Es bringt nichts, jetzt auch vor eigenem Publikum hinten nach vorne zu laufen und in den Konto zu geraten. Und dann mit dem 1:0 ist das Spiel dann auf unserer Seite gekippt und haben das dann auch im Endeffekt verdient gewonnen. Sie haben gesagt, die großen Verteidiger, aber was mich dort entstaut hat heute, ist Goran Karanovic, wie er sich gegen diese großen Verteidiger immer wieder durchgesetzt hat. Ich meine, Goran ist ein Spieler, der ist sehr clever. Er setzt seinen Körper ganz gut ein und wie gesagt, ist ein cleverer Spieler und der tut uns ganz gut. Und dann, ich meine, Goran ist heute sehr wichtig für uns gewesen, wie jeder Spieler, der heute auch reingekommen ist. Jeder hat fantastisch gekämpft und ich denke, der Sieg, der gilt den 25, 30 Spieler, die wir im Kader haben, weil die Woche über sind ja auch alle da trainieren mit uns und wir bereiten uns alle zusammen vor und denen gilt der Sieg genauso gleich. Sie haben heute im zentralen Mittelfeld gespielt, wie hat Ihnen diese Rolle gefallen? Gut, ich denke, das ist eine Position, die habe ich jetzt in Luxemburg gegen Nordirland spielen können, also an Spielpraxis hat es mir da nicht gefehlt und ja, ich denke mal, hätte ich vielleicht die Chance, ein paar Spiele mehr dort zu machen, könnte ich vielleicht noch gewisse Sachen besser machen. Aber ich denke, in der Position haben wir drei gute oder drei starke Spieler. Wenn der Stefan wieder fit ist, dann wird er auch diese Position wieder spielen. Und ich denke mal, Stefan ist schwer zu ersetzen. Ich habe heute versucht, einfach in der Position meine Leistung abzurufen. Das habe ich gemacht und die Mannschaft hat mich fantastisch unterstützt und das mir dann auch gut gelungen. Am Ende war es wirklich so, dass Kuban fast schon aufgegeben hatte, schon 10 Minuten vor Schluss, als es nur 1-0 stand. Und dann kam die Welle rund ums Stadion. Wie schwierig ist es dann noch, die Konzentration zu behalten, auf dem Platz trotzdem noch mal alles zu geben? Klar, ich meine, wenn es 2-0 steht mit einem Tor, dann wird es wieder, wenn man weiß, wie Fußball ist, dann kann es wieder schnell ein bisschen heiß werden. Und wir wollten das nicht zulassen. Die Konzentration war bis zum Schluss sehr hoch und das haben wir dann auch souverän über die Bühne gebracht.